sagen. Ich hab geschlossen. Ich hab weggebracht. Who are you? Was geht ab, liebe Leute? Ja, was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen bei dem GDR 5 Roleplay. Nein, du. Jo, der hat gut gepasst. Das ist nicht sein fucking Ernst. Das hätte ich sein können. Der kam in der Mine zu mir und sagt so, hey Ray, was geht? Und ich denk so, ja, was geht? Wer bist du eigentlich? Er sagt so, ja, ich bin der und der. Ich sag so, warte, ich sag so, ja Digga, tut mir jetzt leid, aber woher kennen wir uns jetzt eigentlich? Und da sagt er, aus dem Fernsehen! Bruh. So viel Mühe gegeben. Komische Bewegung gemacht. Was? Wie bitte? Bist du verzweifelt, dass du zu wenig Gold findest, oder? Ja, ich weiß auch nicht, ich... Ja, es ist eine lange Nacht und ich dachte mir, ach, was soll's, machst du jetzt weiter oder nicht? Und kennst du dann, machst du so ein Selbstgespräch, dann stehst du da, eigentlich hast du heute schon genug getan. Und dann denkst du dir, ja, aber so ein bisschen kannst du ja noch machen. So, es muss nicht unbedingt im Parlament stehen. Avocado? Nee. Diese lilanen Früchte mit dem grünen Stängel oben dran. Ananas. Alles gut, alles gut. Alles im Griff. Alles gut, alles gut. Einmal kurz stehen bleiben, sammeln. Und dann geht's weiter. Ja, alles gut. Provozieren immer alle rein. Das war nämlich komplett provoziert. Denn er ist überhaupt kein Problem. Der hat es im Griff. Ich vertraue ihm. Nope. Yeah. Ui, nein, jetzt ist ein bisschen... Oh. Nur fliegen ist Journal. Au, au, au. Aua. Also wir haben keine 10-6 mehr. John. Wie geht's dem Fahrzeug? Deswegen ist das der Mountainbike. Fallschirm, keine dabei. Okay. Sure. Bike go, alle den Blitz, ja? Warte, Moment, ich muss trinken. Okay. Sofort Bike go, oder wenn du es ausgesprochen hast? Bike go. Okay. Okay. 3, 2, 1, go. Hat auf dem Mond Chiliard was offen. Ja, der hat heute zu, ne? Sonst könnte man da ja eine Übungsfahrt hinmachen, aber. Oh ja! Ich werde auch nicht jedes Mal aus dem Dienst flüchten. So ist es nicht. Da war ein Spawner. So viele Hosts heute rausgehauen. Auf Ehre. I love you.
Was laberst du? Es geht wieder los, Digga. Es geht wieder los. Chihuahua oder? Okay, Rottweiler. Oh, ich werd gecallt. Jetzt Schäferhund. Lorenzo, kannst du mal kurz abschützen, kurz? Wollen wir mal die abschützen hier? Das, ich komm. Ich halte dich fest. Doch, danke. Sieg. Ja, ja, ey. Ich weiß auch nicht. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Ja, ich dir auch. Oh, Digga. Oh nein. Ein! Okay, kein Bock mehr. Warte mal, Alter, wenn Sounders hier wieder ist, dann... Alter, ich back mir ein Eis. Oder Holzahn! Wie lange ist denn der schon hier? Keine Ahnung, ich hab nicht mal gemerkt, dass er reingekommen ist. Was hilft der sich jetzt, oder? Dann geht er schon. Ich glaube, das ist ja nicht. Jetzt bin ich ganz so verkraftet, deine Frage. Was ist los? Jetzt kommen wieder die ganzen nächtlichen Paycheck-Farmer, weil okay. die dann sowas machen, weißt du, die dann dir stumm vorbeilaufen, sich dumm in die Ecke stellen und das dann. Wir müssen über so ein Phänomen sprechen, mal ganz kurz. Kennt ihr das, wenn eine Pizza fertig ist und ihr müsst da schneiden und da ist die Salami oder Schinken genau in der Mitte von dem, wo ihr schneidet und dann müsst ihr euch entscheiden. Ihr habt die Salami nicht durchgeschnitten bekommen und müsst euch entscheiden, auf welche der Pizza reiten. Die meisten Autos hier sind schiebe ich die Salami. Jetzt. Ja, das ist so eine schwere Entscheidung. Ich. Ja, die Pizza ist auch heftig. Keine Ahnung, dann muss ich los. Ich fight. Muss darüber nachdenken jetzt, auf welche der Seiten ich die Salami schiebe und... Ich glaub, Holzahn ist tot. Die 52... Okay. Oh, der hat irgendwie Stress da hinten. Er ist so aggressiv. Holzahn! Holzahn, beruhig dich! Aus! Sei ein braver Alex! Uffa! Oh. Echt mal, Evelyn, was stehst du denn da hinten? Evelyn, lauf! Lauf! Bilder! Was ist mit ihm denn los? Hat er deine Stimmbänder ausgetauscht? Nee, ich bin krank. Richtig anders an. Ja, ich bin krank. Das brauchst du mir nicht erzählen. Das wusste ich schon vorher, dass du krank bist. Ja. Geh da nicht hinter. Gehen Sie da nicht so nah ran, ne? Ich meine, sei es in Ordnung bei Ihnen. Ich sehe schon gleich Marshall down, Marshall. Marshall am Boden. Oh nein! Oh, Ella! Holzahn? Hallo? Alles klar. Holzahn? Oh, jetzt geht aus, hat jetzt genug gearbeitet. Was ist denn los? Ich würde euch ganz dringend einen psychologischen Test mit ihm raten. Nee, bitte nicht. Solche landen bei mir. Hä? Tschüss. Okay. Schönen Feierabend. Was haben wir denn mit den Kommentaren da hinten genommen? Was sagen? Ich hab mich abgeschlossen. Ich hätte...
Platon! Geht in Dienst, isst Pillen, schlägt um sich rum, geht schlafen. Wow. Ach, hier mal. Verbind mit dem Auto. Krimis, vielen Dank für deine 45 Witzige. Wow. Also, Husten ist da, Erik. Was geht? Benzin tut sich nicht viel. Du, die Bremse bei Helmut bestimmt nicht. Wer tankt denn gerade mein Fahrzeug? Oh, danke dir. Bin ich mega nett von dir, also. Frey ist heute im Gönnermodus. Also. Dankeschön, Frey. Ich so, warte, da muss ich, also. Mensch, wenn es mal wieder so klappt, ne, würde ich sagen. Kommen die Tränen. Danke. Ja, Krinis ist halt so eine ganz komische Krankheit. Da kriegst du so Durchfall und dann kackst du so sogenannte Bits. Es ist ganz komisch, ist das. Aber sobald es an körperliche Tätigkeiten geht, schwierig. Ja, was wie definieren Sie denn eine körperliche Tätigkeit? Warten. Und Sex? Ja, von Frau. Ja, man muss ja fragen, man weiß ja nie, was passiert. Ja, alles cool. Ja, aber wenn man jetzt den Seestern macht, die Frau macht den dominanten Part. Ja, also wenn es zum Geschlechtsverkehr kommen sollte, sollte die dominante Dame auch etwas aufpassen. Ja, ungefähr so. Und wenn du reintauchst, hör mir zu, dann ziehst du deinen Körper einfach nach oben. Ich mach das wie so eine Wasserelbe mit mich, weißt du? Hörst du mir eigentlich... Ja, ich höre dir zu. Ja, wenn ich was? Wenn ich... Ja, ich verstehe. Also wenn ich jemanden daten soll, dann am besten eine Ärztin oder so, die sich damit auskennt. Ja, besser ist es. Damit sie mich gleich behandeln kann. Ja. Albert! Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Pass auf dich auf. Wenn du etwas brauchst, meldest dich. Albert, ja. Herr Blank, danke. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Pass auf dich auf. Und wenn du was brauchst, planche. So. Ja, go for Schoki. Ja, go for Schoki. Ja gut, okay. Fäden ziehen am, wann war das jetzt? 11. oder 12. November. Oh, das werde ich bestimmt wieder vergessen. Oh Gott. Ja, dann, können Sie mir das mal als SMS schreiben? Schau's. Ja, alles wird gut. Ja. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Ich nehme dir jetzt den Sack ab. Wo sind die Ladies, Mann, wenn man sie braucht? Sorry. Was? Oh mein. Wir werden versuchen, hier die Geister hinvorzujagen. Richtig. Mögen diese Geister weggehen. In nome Padre e Spirito Santo. Und jetzt die Trompete, Alter. Krass! Ja, Mann! Mögen die Geister diesen jungen Mann verlassen. Alle mal ein Uhr. Uhr. Ray, wie fühlst du dich?
Ich fühle mich tatsächlich irgendwie besser, aber ich glaube nicht so ein Zeug. Aber irgendwie. Glaubst du nicht? Ja, eigentlich, aber jetzt ist das. Es ist wirklich. Ich höre gerade nichts mehr. Schnitt die Stimmen weg? Ja, ich höre nichts. Es ist wirklich. Oh, ich spüre den Beat. Ich spüre den Beat. Ja. Oh. Danke euch. Vielen Dank. Genau. Okay. Danke. Dankeschön. Danke.